Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Zelda. Wir befinden uns jetzt gerade noch im Wolkenhort, machen uns jetzt aber auf den Weg zu diesem Lichtstrahl da. Das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Holen uns noch einmal kurz ein bisschen Leben und dann fliegen wir nochmal dahin. Los geht's. Da finden wir Hinweise für unseren Liedtext, was wir suchen. Die Hymne sozusagen. Hoffen wir mal, dass wir da welche Hinweise finden. Das wäre auf jeden Fall das, worauf ich hoffen muss. So. Hoch da. Bin gespannt. Oh, eine Windhose. Okay, ist nicht so einfach da reinzufliegen, wenn die ganze diese Tornados kommen wollte, dann die Windhosen da. Ja. Einfach reinfliegen doch, ne? Oh, es geht. Sehr schön. Oh, sieht schön aus hier. Da müssen wir hin, wahrscheinlich. Was für Kreaturen da? Ich glaube, ich tue nichts. Ich weiß es nicht. Ah, guck mal. Hier hin, ne? Oh, hätte ich vielleicht noch warten sollen? Nee, es war schon richtig hier. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Diese Insel ist mir total bekannt. Man nennt sie die Stätte der Lieder. Die Göttin selbst hat diesen Ort für dich geschaffen, Gebieter. Dir ist jedoch nicht bekannt, wie das Erreichen des Turms möglich ist. Ich empfehle dir, die Umgebung nach Möglichkeiten zu untersuchen. Danke. So, pass auf. Hier kann man schon dran drehen. Von der anderen Seite vielleicht. Okay, okay. Machen wir jetzt noch nicht. Lesen uns einmal durch. Drehe das zentrale Podest. Vervollständige die Brücke und betritt die Stätte der Lieder. Vervollständige die Brücke. Was haben wir hier alles? Achso, warte mal, das kann wahrscheinlich. Wir drehen doch nochmal kurz. Ah. Okay, da dreht sich auch draußen drum noch was. Da haben wir schon mal ein Stück Brücke. Da dann machen. Okay, jetzt kann ich was anderes drehen hier. Ah, okay. Pass auf. Oder was heißt das? Nee. Ach so, okay, so ein Rätsel ist es. Gut, gut. Pass auf, den drehen wir nochmal. Nee, sehr blöd. Nochmal. Mal kurz rumdrehen nochmal. Okay, es kann also nur, genau, es kann also nur diese Statuen, die da hochkommt, die blockieren diese Drehdinger und eins ist ja schon blockiert, das ist der da. Da ist ein Stück noch, wenn ich jetzt. So, jetzt ist der blockiert. Aber das ist natürlich dumm. Hm.
Okay, jetzt haben wir den auch da. Es fehlt immer noch ein Stück, ne? Das war das letzte da. Was soll das jetzt so viel Sinn macht, aber ich probier's nochmal. Warte mal. Bin ich richtig hier? Ich glaube nicht. Ja, warte mal. Das muss ich jetzt kurz mal... Also ich hab den. Und die machen wir nochmal hoch. Und jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir müssen die Dinger halten, die an, dann kann ich in der richtigen Reihenfolge bekommen. Und jetzt den. Das Ding blockiert, aber jetzt muss doch der eine. Nee. Der eine, die sind jetzt beide da blockiert. Natürlich macht natürlich keinen Sinn. Ah, das ist ja blöd. Also, muss ich irgendwie festbekommen. Muss man ein bisschen rumprobieren hier? So, der dichteste ist der hier. Jetzt stehen. Der bleibt da stehen. Okay, das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Also, ich muss kurz umhängen. Wenn ich die hau, sind die beiden da. Den hau, das ist der. Oder müssen wir den ja irgendwie noch erstmal gerade hin? Also zu einer geraden Dings hinbekommen. Och, Mist. Ich hatte doch gerade eben schon zwei gleiche, also. Einmal noch. So, jetzt müssen wir die runter machen hier. Weiter schieben. Jetzt können wir die auch wieder runter machen, ne? Können wir den ja wieder hoch machen, oder bin ich vergessen? Das geht, so geht's auch. Dann müsste ich die noch alle drei jetzt daran bekommen, oder bin ich verkehrt? Perfekt. Super. Hat ja auch gar nicht so lange gedauert. 10 Minuten. Naja.
mal da rein. Speichern. Super. Dann lassen wir hier runtergehen. Bei der Macht von Grayskull! Na gut. Oh, hat einen komischen Mund. Was soll das Gesang sein, wenn da rauskommt? Oh, sieht aus wie dieser Opa von der Muppet Show oben, der sitzt mit dem Mund. Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Als du das Wappen mit dem Hühnerstall berührt hast, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, lausche der Botschaft der Göttin. Suche der heiligen Flammen, lausche meine Worten, ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Drei heilige Flammen gibt es, um sie zu finden, bedarf es der drei göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu halten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, die dich ihre würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und gib dich in den Wald Vampirone, wo dich die erste deiner Prüfung erwartet. Welch wundersame, bedeutende Klänge. Dieses Lied heißt Farores Mut. Ein Lied des Mutes, das dich führen wird, Gebieter. Du hast Farores Mut eingeprägt. Gebieter, um die heiligen Flammen zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen und die göttlichen Schätze finden. Ich werde Farores Mut für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Begib dich nun zum Wald von Firione. Na, los geht's. Achso. Ja, dann wollen wir zurückflattern. Hier wollen wir nicht bleiben. Das ist ein Regenbogen genommen. So. Raus da. Wir müssen dahin, ne? Das ist grüne Strahl. Schön elegant ausgewichen. Das ist gar nicht passiert, wenn ich da rein drin lande. Wahrscheinlich werde ich dann irgendwo hingewirbelt. Oder in eine Richtung geschüttelt oder so, man weiß nicht.
Wie geht's mir vor, wenn du hin möchtest? Gebäude Eingang, das wissen wir natürlich nicht. Ich würde sagen, wir gehen halt zum Waldeingang und gucken mal, ob es Sinn macht, von da das zu machen. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. So. Gebieter, ich habe dir das zu berichten. Ich spüre eine totale Prüfung ganz in der Nähe. Nutze die Aurasuche, um den Ort zu finden. Oh Gott. Was zu speichern müssen wir? Zack. Zack. Und zack. Was ist denn hier da oben irgendwo? Ganz in der Nähe hat sie mal wieder ein bisschen gelogen. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Na gut, jetzt mal hier außen rumrennen, aber. Schau, wir müssen doch da rein. Sagt er mir ja. Hm. Irgendwo dahinter, da kommen wir ja nicht hoch, ne? Da kann er da hochklettern. Nee. Wir brauchen diesen Balken von oben. Hm, gut. Ja, springen wir mal. Dann da hoch. Das sieht gut aus. Oh, warte mal. Wegsprengen da. Zack. Na, ein Herzteil, dann sind die schlecht. Das wollen wir jetzt gar nicht haben, aber trotzdem mit. Es gibt noch eins. Dann haben wir ein ganz leckeres neues Herz für uns. Da sein, da unten vielleicht. Oh, da unten. Die Frage, wie wir da runterkommen. Tauchen können wir ja nicht. Was ist da unten? Nee, da unten ist es nicht. Da hinten irgendwo. Ist es dort? Aha, hier. Ach, hier bei den. Okay. Easy peasy. So. Ich finde, sieht total gruselig aus, wenn du denkst. Nicht schön. Genug gesungen. Was machen wir denn? Marisha.
Dein Lyra-Spieler und mein Singen von Pharaos Mut haben mir mit dem Symbol auf dem Boden reagiert und ein Relief ist erschienen, mein Gebieter. Es ist zu 90% wahrscheinlich, dass es sich dabei um das Portal der Prüfung handelt, von dem dir in der Stätte der Lieder berichtet wurde. Stell dich in die Mitte des Symbols und stoße dein Schwert in den Boden. Gerne. Wow. Gebiet der Schansen. Gebiet an dieser Welt kann ich dir nicht folgen, da sie in deiner Seele selbst existiert, doch ich kann zu dir sprechen. Nur Auserwählten gewährt der Göttin Zutritt zu diesem Ort. In diesem Ort, Pharaoseiten, wird dein Mut auf die Probe gestellt. Lass deinen Körper zurück und stell dich der Prüfung nur mit deinem Geist. Und die heiligen Flammen, deren Kraft das Schwert zu stärkt zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen. Nur so wird deine Seele wachsen, Gebieter. Du hast das Seelengefäß erhalten. Diese geheimnisvolle Pflanze spiegelt deine Seele wider, Schande. Das ist das Seelengefäß. Bring es zurück, wenn es gefüllt ist und deine Prüfung gilt als bestanden. Nur dann wird deine Seele wachsen, Gebieter. Als Lohn wird dich die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Fülle das Seelengefäß, in dem du Pharaos Tränen aufsammelst. Gebieter, dass das was funkelt. Das ist eine Pharaos Träne, du brauchst 15 von ihnen. Aber es genügt nicht, nur sie zu sammeln. Du bist nicht alleine bei dieser Prüfung. Solltest du auch nur einen Schritt vom rechten Weg abkommen, werden dich die Hüter verfolgen, Gebieter. Oh. Ein einziger Treffer der Hüter wird deine Seele aus der Fassung bringen und deine Prüfung wird zu Ende sein, Gebieter. Sammle die Tränen daher, ohne dich angreifen zu lassen, und fülle das Seelengefäß. Hast du mich verstanden? Klar. Welche Erklärung möchtest du hören? Keine. Gebieter, ich werde hier auf deine Rückkehr warten. Möge die Götter dich beschützen. Wow. Da bin ich mal gespannt, wie wir das nächste Mal machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.